Start um 8.30 Uhr einen Blick gemeinsam in die Märkte, in die ein oder andere Handelsidee. Und dazu schauen wir natürlich wieder in die Handelsplattform von Tickmill, auch zusammen mit dem Stereo Trader. Bevor wir hier mit den einzelnen Ideen loslegen, erst einmal einen schönen guten Morgen an alle, die hier live zuschauen. Elena Mayo auch hier in Facebook. Ich wünsche auf alle Fälle jeden einen guten Start in den Montag, in die neue Handelswoche. Ich hoffe, der erste Advent, den wir alle verleben durften, war für all diejenigen, die die Zeit genießen konnten, eine schöne Zeit. Und wenn Sie Fragen haben hier im Webinar, bitte einfach in die entsprechenden Formular- bzw. Chatfelder posten. Olaf, Sascha, guten Morgen. Das Ganze geht auf Facebook wie gewohnt einfach in den Chat, beziehungsweise diejenigen von Ihnen, die hier live im GoToWebinar auch zuschauen, einfach in das Fragefeld hineinschreiben und dann können Sie die Fragen direkt hier von mir klären lassen, wenn Sie mögen, sogar auch Ihren Wunschmarkt. Fernando auch hier, guten Morgen. Also, schauen wir in die Charts hinein. Vorab der Risikohinweis, den bitte ich auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Börsenhandel, naja, es geht mal hoch, es geht mal runter. Man muss die Risiken halt kontrollieren. Das ist wichtig zu wissen. Schauen wir mal auf die Tagesnachrichten. Was könnte heute wichtigerweise bewegen? Da sollte man einfach noch mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen. Wir hatten ja am Wochenende das G20-Treffen. Da gab es interessante Meldungen. Und zwar zu China, USA, China. Erstmal so in Anführungsstrichen Aussetzung der Handelsstreitigkeiten. Erstmal keine neuen Strafzölle. Muss man sehen, was daraus wird. Wenn es so bleibt, wird es der Markt positiv aufnehmen. Die ersten Reaktionen von den Märkten sind auf alle Fälle sehr, sehr, sehr positiv. Das schauen wir uns dann auch gleich mal an, wenn wir in den DAX hineinschauen. Zunächst erstmal zu den Tagesnachrichten für heute. Wir haben hier gegen 10 Uhr das Thema Einkaufsmanager für das Verarbeitende, Einkaufsmanager-Index rum, für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland als Nachricht auf der Uhr. Danach gibt es um 10 Uhr noch das Treffen der Eurogruppe. Da gibt es ja auch immer mal die ein oder andere Nachricht, die für Bewegung sorgen könnte, die man nicht so genau planen kann. Und dann am Nachmittag, Sie sehen es in den USA hier drüben, immer wieder ein paar Reden von FED-Mitgliedern. Und um 15.45 Uhr gibt es den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe auch aus den USA. 15.45 Uhr, 16 Uhr hier drüben haben Sie es stehen. Das sind die wichtigen Termine für heute. Ich bin mal gespannt, was die FOMC-Meetings bzw. Gespräche hier heute bringen werden. Es bleibt, ja, wir sind in der Jahresendbewegung. Da können gute Nachrichten, wenn die Stimmung gut ist, für richtig Schub sorgen. Und dass die Nachrichtenlage besser geworden ist, das haben wir ja in den letzten Tagen auch schon gesehen mit dem Blick auf die Indizes. Da gucken wir auch jetzt nachher noch einmal drauf. Wir haben ja letzte Woche Freitag keine intensive Indexschau gemacht. Wir schauen heute neben dem DAX auch gleich mal noch auf die US-Pendanz, um zu schauen, wie hier momentan die aktuelle Lage ist und was wir möglicherweise in der Kürze der Zeit noch erwarten können für den Rest des Jahres. Schauen wir mal, was wir aus den Charts herauslesen können. Vorher in die entsprechenden Handelsideen. Ich hatte es gesagt, DAX steht heute auf der Uhr, US-Dollar, Schweizer Franken und Euro-Britisches Pfund. Und weil ich weiß, dass hier viele, viele Zuschauerinnen und Zuschauer gerne den DAX traden, es ist unser Heimatindex, den wir hier haben, gehen wir da gleich rein, würde ich sagen. Hier der Stundenchart vom DAX, den brauchen wir noch nicht. Viel, viel interessanter ist das, was am Freitag passiert ist und was der Markt aus dieser Gemengelage bis jetzt macht. Was ist am Freitag passiert? Ich zoome das mal ganz kurz rein. Übergeordnet das Bild weiterhin auf alle Fälle. Hier der große Trend, der hier nach unten läuft, der ist nach abwärts gerichtet. Nur wir aktiven Trader, wir dürfen bei sowas die Augen nicht zumachen. Ne? Wir sehen halt untergeordnet auch bestimmte Dinge, mit denen wir möglicherweise gutes Geld verdienen können. Möglicherweise sage ich, weil es gibt ja immer ein initiales Risiko. Von der Seite her sind das ja die Wahrscheinlichkeiten, die wir traden. Aber was wir hier sehen, ist schon mal sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Und was es so spannend macht und für mich auch so, sage ich mal, positiv von der Argumentationsweise, wie die Märkte das Ganze auch aufnehmen, das sehen wir jetzt, wenn ich etwas weiter oder näher in den Markt hineinzoome. Schauen Sie sich das mal an. Wir haben hier die Bewegungen, die gehen sehr tief.
Wir haben hier untergeordnet die Trendverläufe liegen. Und wenn wir hier die Situation haben, wie wir es hier haben, dass sozusagen von dem Hoch hier oben bei 11.500 und knappen 70 Punkten bis zum Tief hier unten bei 11.000 Punkten genug Platz ist, dann kann sich hier unten drunter sowas wie ein Trend bilden. Und das ist das, was wir jetzt hier haben. Und das Interessante, was ich hier bei der Research-Geschichte gesehen habe, ist, schauen Sie sich mal diese Freitagskerze an. Ne? Wir hatten ja hier unten so einen Bereich um die 11.270, 11.300 Punkte, wo der Markt nicht wirklich richtig drunter wollte. Ja? Und am Freitag hat er dann reingepiekst, einfach mal unten drunter durchgestochen und hat dann ein wunderbares Intraday-Reversal gemacht. Das ist ein Zeichen von Stärke. Und das mal bezogen hier auf einen solchen Aufwärtstrend, auch wenn der momentan nur in Anführungsstrichen untergeordnet ist, Thema Trendgrößen und deren Zusammenfluss in einer Zeiteinheit, ist es trotzdem ein Trend, ja, und dieser Trend ist momentan aufwärts gerichtet und der hat sogar Folgendes gemacht, der hat hier ein Gap gerissen. Gap ist ja nichts anderes als ein normaler Bewegungsverlauf, also wenn die Märkte geöffnet gewesen wären die ganze Zeit, dann wäre hier kein Gap entstanden, dann wäre der Markt einfach hier hochgelaufen. Und was jetzt interessant ist, sind zwei Dinge. Nummer eins, wir sind hier drüber gelaufen. Das heißt, dieser Trend ist jetzt in seiner Bewegung angekommen, in seiner weiten Bewegung mittlerweile, weil er über diesen Punkt drauf ist. Aber was viel interessanter ist, wir laufen jetzt mittlerweile hier hoch. Das heißt, wir sind auf dem Weg, diesen Abwärtstrend auch noch zu brechen. Das heißt, wir haben einen soliden Aufwärtstrend oder einen validen Aufwärtstrend, der momentan mit Blick auf die unterschiedlichen Zeiteinheiten immer noch das Thema untergeordnet ist. Aber nichtsdestotrotz, der ist, wenn er stark bleibt, hat er das Potenzial, halt diese Marken rauszunehmen. Das heißt, einmal hier diesen korrektiven Abwärtstrend, nein, das ist nicht die Korrektur, das ist die Bewegung, diesen Bewegungsabwärtstrend aus dem Markt rauszunehmen und danach sogar noch diesen übergeordneten rauszunehmen. Da ist Potenzial da. Ob es der Markt spielt, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Aber die Dinge, die wir an den Märkten momentan erleben, sind eher positiv gerichtet als negativ. Und jetzt wird es halt spannend, was hier oben passiert. Hier ist wichtig, wenn wir da gut drüber gehen, dann haben wir echt die Chance, auch hier diesen großen rauszunehmen und dann deutlich auch nach oben zu laufen. Also Sie sehen, sehr viel Potenzial ist an dieser Stelle da. Mit Blick nach unten, hier liegen einige Marken drinnen. Jetzt ist natürlich wichtig, nicht mehr dieses Tief hier unten, als ich das vorbereitet habe hier, als die Märkte noch geschlossen waren, hat man ja die Situation hier unten raus. Das sind alles hier auf Tagesbasis. Wir haben das Tief gehabt, das wahrscheinliche Tief. Hier unten ist das definitiv finale Tief der letzten Korrektur gewesen, beziehungsweise hier das Tief vor Trendentstehung. Wichtig ist, wenn wir jetzt nach unten laufen, wir dürfen auf keinen Fall hier drunter laufen, weil sonst ist das Ganze kaputt. Momentan spielt der Markt das Ganze nach oben, das heißt, wir haben ja eher die Long-Szenarien auf der Uhr. Nur wer von Ihnen auch sagt, Mensch, der Markt ist jetzt schon ein ganzes Stückchen weit gelaufen, es könnte sein, dass es wieder runtergeht, beziehungsweise wir hier oben dann in diesem Punkt doch einen etwas, ja, sag ich mal, spürbaren Widerstand finden, dann könnte halt auch das Thema Korrekturhandel auch mit in Frage kommen. Und da ist mit Blick nach unten hin halt Möglichkeit gegeben, dass wir hier unten reinlaufen, um die 11.200 Punkte Mark. Das sind wichtige Punkte hier im Chart, nur dahin sollte es nicht gehen, wenn wir das positive Szenario aufrechterhalten. Schauen wir uns das Ganze in der Stunde an, da sehen wir jetzt noch nicht so viel, das ist ganz klar, wo soll das denn auch herkommen? Wir sehen jetzt hier diesen Schub nach oben, das sehen wir, das ist der Tagestrend, den ich hier grün eingezeichnet habe und zwischendrin sehen wir, ich skaliere das mal kurz etwas hoch, sehen wir halt die Schwünge während der Abwärtsphase und jetzt haben wir das Ganze nach oben gerichtet und jetzt schiebt der Markt halt hier hoch und im Kleinen hier Bewegung, Korrektur. Jetzt sind wir in der Bewegung. Schauen wir mal, wir können hier sehr, sehr schön den Stundentrend dazu nehmen, aus den kleineren Zeiteinheiten herauszutreten. Jetzt ist das ganze Ding relativ weit in seiner Bewegung. Spannend wird es jetzt wirklich, was der Markt macht, wenn er oben reinläuft hier in diesen Bereich um die, ja, wo sind wir jetzt? 11.514 haben wir aktuell. Es fehlt nicht mehr viel bis zu 11.567. Da bleibt es spannend. Läuft er drüber oder geht er nach unten? Vorgaben sind auf alle Fälle sehr, sehr positiv. So, schauen wir mal zum nächsten Markt hier in den Währungsmarkt hinein. Wir schauen uns nachher noch die anderen Indizes an. Zuerst möchte ich gerne die Handelsideen besprechen. Nächste Handelsidee ist US-Dollar, Schweizer Franken. Hier haben wir den Chart. Auch das zoome ich wieder etwas näher rein, weil wir brauchen hier den Blick ins Nahe. Hier sehen wir schön den vorherigen Aufwärtstrend und das, ja, what's happened. Hier unten ging es drunter mit einem einfachen Schub, ein paar Kerzen, zack, haben diesen Trend erstmal kaputt gemacht. Es stellt sich dann halt immer die Frage, was kommt denn als nächstes? Sehen wir nach so einem Schub einfach nur, ja, eine Korrektur und dann den Markt nach unten laufen?
Oder sehen wir halt einen neuen Trend, also eine Wiedertrendaufnahme bzw. eine Bildung eines neuen Aufwärtstrends? Das sind halt immer die Fragen, die sich hier an dieser Stelle immer wieder stellen. Was ich mit Blick in diesen Chart sehe, ist ein schöner Sachverhalt, der möglicherweise sogar den Weg nach oben ebnen könnte, wenn er bestätigt wird. Und das ist Folgendes. Hier ist ein Tief, hier ist ein Tief. Das Tief ist allerdings tiefer als das. Das heißt, wir haben jetzt hier eine schöne Aufwärtsbewegung, die lustigerweise auch wieder an diesem Tageshoch hier gestoppt hat. Danach ging es einen Tag nach unten und innerhalb dieses Levels hier unten um diesen Supportbereich hat der Markt wieder nach oben gedreht und ein zweites Mal an diesem Bereich Halt gemacht. Und jetzt ist es halt interessant zu sehen, was passiert hier. Dieses höhere Hoch ist ein gutes Zeichen, dass der Markt halt keine tieferen Kurse wollte. Ja, also das heißt, es kann gut und gerne sein, dass wir nach oben laufen. Und jetzt ist darauf zu achten, was macht der Markt aktuell? Läuft er hier oben drüber? Bildet er einen Aufwärtstrend? Und dieser Aufwärtstrend ist dann Wiederaufnahme der vorherigen Geschichte. Das heißt, da haben wir die Chancen, weiter nach oben zu laufen. Das heißt, jetzt ist es wichtig, erst einmal hier diese Marke von ungefähr einem Schweizer Franken hier oben rauszunehmen. Und danach hat der Markt durchaus das Potenzial, noch ein ganzes Stück weit nach oben zu laufen. Hier mit Blick, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben hier ein paar Tageshochs vorher liegen. Das nächste Tageshoch liegt dann bei 1,007. Nein, was haben wir hier? 1,008 haben wir. Ich sage es dir mal genau, es ist 1,00872 ist das Tageshoch. Und dann haben wir hier noch das nächste Tageshoch liegen bei der Marke von 1,0104. Das ist diese Kerze hier. Das sind die Dinge, wo wir oben ranlaufen können, um das Hoch hier oben bei 1,01286 mitzunehmen. Dazu brauchen wir hier natürlich den Aufwärtstrend. Auf der anderen Seite, es ist natürlich auch Potenzial nach oben, nach unten hin da, wenn wir das nach oben sehen und der Markt prallt doch hier an dieser Marke deutlicher ab. Das heißt, hier ging es nicht drüber, das war alles okay. Hier sind wir noch nicht drüber gelaufen, auch das ist okay. Wenn wir jetzt hier wieder dran laufen und der Markt wieder deutlich runterdreht, dann hätten wir halt die Chance, dass der Markt nicht höher will. Da sehen wir dann, okay, dann war das hier oben vielleicht doch nur ja, ein kleiner Zufall, dass der Markt hier hochgedreht ist, aber der ist noch nicht reif. Das heißt, der Markt setzt sich hier nach unten hin fort. Das wird sich zeigen, was er macht. Wir schauen uns das Ganze aber mal noch in der Stunde an, weil da können wir relativ gut erkennen, wie sich der Markt hier oben verhält und ob es wahrscheinlicher ist, dass er runterläuft oder ob der Markt uns zeigt, nee, wir wollen doch weiter mit nach oben. Mit Blick nach unten ist dann natürlich hier unten dieses Level 099134 definitiv da. Ludger, schönen guten Morgen. Und dann haben wir hier, wenn das Ganze gebrochen wird, den nächsten Anlaufbereich hier bei der 098532 hier entsprechend dieser Bereich dieses Tiefs innerhalb dieses Aufwärtstrends. Das wäre dann der nächste Punkt nach unten. Und jetzt schauen wir, wie ich das gesagt hatte, gleich auch nochmal in die Stunde rein. Und da sehen wir halt, was ich meine, dass da noch keine klare Entscheidung getroffen wurde, wo es denn hingeht, weil dieser Trend hier ist ja noch intakt. Das heißt, wir haben jetzt hier entsprechend einen Markt, der nach oben lief. Dann haben wir hier die Korrektur des Ganzen gehabt bis hier unten rein. Und dann haben wir jetzt den weiten Lauf nach oben. So, das ist jetzt das, was wir hier haben. Wir haben jetzt hier zwar untergeordnet auch wieder einen Trend laufen. Nur das ist halt dann das, was wir hier sehen. Das ist die Korrektur dieser starken Aufwärtsbewegung. Und immer dann, wenn sowas so weit nach oben läuft, da kann sich natürlich auch mal ein Trend nach unten bilden, der dann die korrektive Phase dieser Aufwärtsbewegung auch darstellt. Und da ist es jetzt wichtig, was hier passiert. Ne, wenn wir uns mal das Ganze anschauen, die Bewegung hier, wenn wir das mal in den kleinen Zeiteinheiten sich anschauen, die ist natürlich erst einmal kaputt, ganz klar, das ist die Korrektur und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was macht der Markt und da ist halt noch viel Luft nach unten, bevor hier eine definitive Entscheidung getroffen wird. Das heißt, wenn wir hier uns beispielsweise diesen Markt auch annehmen und hier die Stunde, die aufwärtsgerichtet in ihrer Korrektur momentan ist, sehen und das Ganze rumdreht, das könnte dann halt interessant werden, wenn wir dann in die 5 Minuten beispielsweise hineinschauen und da diesen Abwärtstrend hier sehen, wenn der wieder rumdreht, das wäre dann ein Signal, dass die Stunde wieder in die Aufwärtsrichtung möchte. Und wenn das Ganze sich nach oben fortsetzt, dann haben wir genau das Szenario, was ich beschrieben habe, dass der Tag hier hoch will. Das heißt, wir haben auf Tagesbasis definitiv noch keinen Aufwärtstrend. Das ist ganz wichtig, dass Sie das wissen. Das heißt, die Long-Geschichten sind höchstens in die Stunde zu traden, wenn sie sich wieder aufwärts bringt. Aber das Potenzial nach oben hin, das ist halt da. Und wenn es hier drüber schießt, dann ist halt der Markt offen für weiter, ja, sag ich mal, steigende Kurse in die Märkte nach oben hin, wie ich es gesagt hatte. Und damit zum dritten Währungspaar, hier Euro, britisches Pfund, unsere britischen Nachbarn. Ich sag nur, Thema Brexit, ich bin wirklich gespannt, wie das am Ende ausgeht, aber hin
wie her die Märkte bewegen sich und das ist gut. Und hier in diesem Markt sehen wir etwas Ähnliches, wie ich gerade gesagt oder gesehen hatte, vom reinem Bild her, ne? Bewegung, Korrektur und jetzt stehen wir hier wieder nahe diesem Hoch bei 0,89249. Das ist der Markt hier an dieser Stelle, wo es interessant wird. Übergeordnet definitiv ein Abwärtstrend. Er ist sehr, sehr, sehr weit korrigiert, ne? Und hier ist das Interessante, was wir hier aktuell sehen, ist die Situation. Der Markt ist sehr hoch korrigiert. Wir stehen sehr, sehr nahe an dem letzten Korrekturhoch dieses rot gekennzeichneten Abwärtstrends. Und hier, was ist das Spannende? Das Spannende ist folgende. Wenn man jetzt hier einfach nur reinschaut, kann man sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Abwärtstrend. Der Abwärtstrend ist tief korrigiert und jetzt bildet sich hier Dynamik nach unten. Das ist absolut korrekt. Sie sehen hier die zwei Linien, die ich gemacht habe. Die Entscheidung, wo es hingeht, die ist in meinen Augen noch längst nicht getroffen, weil die Tatsache, dass wir hier der Markt, sage ich mal, mit einer solchen schönen Dynamik nach oben gelaufen ist, gibt uns in gewisser Art und Weise auch die Möglichkeit zu sagen, gut, wenn der Markt hier drüber schiebt, über die 0,89249 und da drüber wuppt, könnte es zu einem Trendbruch kommen. Das ist ein Könnte. Das heißt, das müssen wir erst einmal sehen, was da läuft. Aber gerade für die kurzfristigen Trader, wenn hier Schub reinkommt, dann kann der Schub halt schnell mal drüber laufen. Und das ist das Interessante für das kurzfristige Trading. Wenn da einmal Bewegung, Dynamik nach oben reinkommt, da kann man auch mal ein Stück vom Kuchen sich abschneiden und einfach so einen kleinen Schub nach oben mitnehmen. Das spielt der Markt jetzt natürlich noch nicht. Ne? Wenn wir uns diese Kerzen hier anschauen, wir hatten den Schub nach oben und dann hier am Freitag Schwäche, heute schon wieder Schwäche. Das sieht eher aus nach unten. Und das ist auch das Gute an der Situation. Wir stehen jetzt hier halt relativ nah oben an dieser Seite. Und wenn der Markt tatsächlich nach unten läuft, dann haben wir so viel Potenzial hier runter. Ne? Der nächste Anlaufpunkt, kurzfristig sind erstmal die Tagestiefs hier bei 0,88552 beziehungsweise hier unten dann 0,88097, dieses Tief, was wir hier hatten. Da muss der Markt dann drunter. Und dann haben wir hier diesen einen Ausbruchsbereich, als der Markt hier dynamisch dieses Hoch rausgenommen hat, bei 0,87731 und dann weit unten, wenn sich dieser Trend tatsächlich nach unten fortsetzen sollte, haben wir hier als nächstes Ziel dieser Bewegung, wo sie dann durchlaufen muss, bei 0,86588. Das ist so nach unten hin. Und auch hier zeigt uns die Stunde momentan wieder sehr, sehr schön, dass definitiv noch keine finale Entscheidung getroffen worden ist. Das sehen wir, kleinen Augenblick, ich zoome das mal ganz kurz etwas kleiner, hier entsprechend im großen Bild. Hier oben sind wir rangelaufen und da sehen wir immer wieder diese Schwäche. So, jetzt haben wir hier entsprechend diesen Schub nach unten. Jetzt hat sich aber immer noch kein, sag ich mal, fester Abwärtstrend gebildet, weil wir haben hier nochmal das hochgenommen. Das heißt, was wir hier sehen, dieser Bereich hier unten ist das letzte Korrekturtief. So, jetzt haben wir die Bewegung nach unten gehabt, die das Ganze gebrochen hat. Das muss ich mal kurz in einer anderen Farbe machen, dass wir das etwas besser sehen können. So, ich mache das mal kurz hier in lila. Zack, so. Das heißt, wir haben jetzt hier den ersten Schub nach unten. Jetzt haben wir hier die Bewegung gehabt. Es gibt noch keinen Trend. Zumindest nicht in dieser Art und Weise. Hier sehen wir schon den unteren Trend laufen. Der ist jetzt gerade in der Stunde in Entstehung gekommen und weit runtergelaufen. Und jetzt wird es halt interessant, in diese starke Bewegung einzusteigen, ist vom Chance-Risiko-Verhältnis meiner Meinung her, nach meinem Trading-Stil, momentan nicht so günstig. Interessanter wäre es jetzt, einen Rücksetzer abzuwarten und dann zu schauen, ob er wirklich drunter geht. Und dann wird es interessant, bildet sich hier nämlich ein neuer Abwärtstrend. Das wäre dann das Signal der Bestätigung der Schwäche der letzten beiden Tage. Und das gibt dann ordentlich Potenzial nach unten, wenn wir uns diesen Trendverlauf mal anschauen. Wir haben da doch einiges an Platz nach unten, wo man sich, wenn man mal sieht, wie viel Platz hier nach unten ist und wie eng man sich nach oben absichern kann, ein sehr, sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis hier an dieser Stelle natürlich auch ergibt. Und das ist interessant, weil es gibt viel, viel, viel Raum nach unten. Aber zuerst muss der Markt hier an dieser Stelle natürlich eine Entscheidung treffen. Ohne die macht das Trading relativ wenig Sinn, weil man dann ohne Signallage handelt und das sollte ja erfahrungsgemäß nicht allzu oft gemacht werden. Also das sollte man besser bleiben lassen, weil wenn das klappt, ist es meistens Zufall. Das kann man schlecht duplizieren. Also so viel zum Thema euro-britischer Pfund und dann habe ich gesagt, bitte ich heute um etwas mehr Zeit. Wir wollen die Indizes in den USA noch einmal anschauen. Ich hoffe, das stößt darauf Interesse. Wenn jemand übrigens noch Fragen zu einem anderen Markt hat, hier einfach reinfragen in den Chat. Da können wir nämlich den ein oder anderen Chart uns noch mit anschauen. So,
Gut, also dann hier weiter geht es. Ich sehe gerade, der Fernando hat geschrieben, mein Mikro ist mal laut, mal leise. Ich hoffe, es passt. Ich sitze eigentlich davor und die Ausschläge hier sehe ich relativ stabil. Ich hoffe, der Ton passt trotzdem. Wenn nicht, bitte einfach nochmal kurz Bescheid geben, dass das Ganze passt und dann kann ich im Nachgang mal schauen, was eventuell zu verändern ist. Damit zum Markt der Indizes. Und zwar fangen wir mal an. S&P 500. Holen wir rüber. Was ist passiert? Letzte Woche. Wunderbar, was wir hier gesehen haben. Hier auch wieder das Gap. Es ist Wahnsinn. Also schön zu sehen letzte Woche hier dieser Schub von unten nach oben. Da bin ich ja schon drauf eingegangen. Wichtig ist jetzt Folgendes. Wenn wir wirklich Aufwärtsdynamik sehen wollen, dann haben wir hier oben diesen Bereich um dieses Hoch hier, um die Marke von 2600 Punkten. Grob über den Daumen. Da müssen wir drüber. Hier ist wahnsinnige Aufwärtsdynamik. Der Markt schiebt einfach nur massiv nach oben. Letztes Mal, letzte Woche gab es ja noch das ein oder andere Statement seitens der Notenbanken, die hier für ja, positiven Schub entsprechend auch gesorgt haben, wo wir sehen konnten, es geht mit den Zinsen nicht so brutal nach oben. Und damit ist dann entsprechend gut für die Märkte gewesen, weil die Zinsen bleiben weiter auf einem Niveau, mit dem der Markt scheinbar leben kann. Das ist das, was wir momentan hier entsprechend auch sehen. Und damit kam dieser starke Aufwärtsschub. Jetzt haben wir noch positive Nachrichten von Herrn Trump zum Thema China gehört. Das kann die Märkte auch weiter beflügeln. Das ist auch das, was wir hier jetzt sehen. Und das ist hier diese Rallye, die hier in den letzten Tagen gestartet ist, wo der Markt einfach wahnsinnig stark nach oben geschoben ist. Natürlich der schönste Bereich zum Einstiegen war hier unten. Hier haben wir ja die Umkehrsignallage auch bekommen. Das war schön. Aber für den längerfristigen Bereich ist es jetzt halt interessant, wenn wir hier drüber laufen, über diese Hochs, und zwar über diese 2600-Punkte-Marke. Haben wir die 2,6? Was ist denn das hier oben? Kleinen Augenblick. Die 2,6, die war doch tiefer. Wir sind hier oben bei 2,8. Entschuldigung. Hier oben 2,8. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also hier oben diese Marke. Da müssen wir drüber, über diesen Bereich. Und dann haben wir die Chance, oben reinzunehmen, weil dann ist dieser Schub nach unten, dieser Abwärtstrend definitiv weg. Wir haben dann hier ein höheres Tief und wenn wir hier oben drüber laufen, den Aufwärtstrend auch da wieder mal, das kennen wir nun von den US-Märkten, mit sehr, sehr weiten Spannen zwischen den Hoch- und den Tiefpunkten, aber nichtsdestotrotz, wir können es schön traden. Heißt also, mittelfristig laufen wir hier über die 2,8 ordentlich drüber, haben wir das Potenzial hier wieder in Richtung der 3000-Punkte-Marke zu laufen. Hier oben hatten wir ja das Hoch, das war bei etwas über 2940 Punkten hier oben. Ich hänge hier gleich mal noch den Marker hier oben dran, also hier dieser Bereich entsprechend. Und damit haben wir mal dieses Potenzial, das Ganze zu sehen. Elena schreibt gerade, man kann mich auf Facebook nicht hören. Ich mache mal noch eine Einstellung hier. Ich hoffe, dass das besser geht, beziehungsweise ich rede mal ein bisschen lauter. Ich muss nachher mal schauen, ob die Technik wieder das Mikrofon runtergeregelt hat. Ich hoffe, in GoTo ist der Ton besser und auf Facebook kann man mich jetzt besser hören. Ich habe jetzt das Mikro ins Lauteste gestellt, aber ich sehe, wahrscheinlich regelt der Markt mich runter. In GoTo ist super, kriege ich gerade gesagt. Da muss ich mal schauen. Das ist Windows, wie es leibt und lebt. Der macht manchmal Sachen, die kann man nicht erwarten. Also von der Seite her, ich spreche mal ein bisschen lauter und dann schaue ich nachher gleich technisch nach, dass wir im Facebook den Ton auch gut bekommen. Ich sehe nämlich, die Ausschläge hier sind etwas kleiner geworden als im GoToWebinar. Von der Seite her, ich prüfe das nachher. Das kann ich jetzt im Webinar leider nicht regeln. So, zurück zum S&P 500. Also hier hatte ich ja gesagt, die Marke von 2800 Euro sind wichtig. Mittelfristig können wir da nach oben laufen. Für all diejenigen, die sich sagen, okay, wenn wir hier oben Widerstand bekommen sollten und es gibt kurzfristige Rückschläge und man schaut mal in die Stunde, da sieht man halt, dass durch dieses Massive, was wir momentan haben, relativ wenig zu holen ist, weil die Tagestiefs auch sehr, sehr, sehr weit weg ist. Das heißt, hier müssen wir dann wirklich erstmal abwarten, was entsprechend an den Märkten gemacht wird, ob wir hier Umkehrformationen, Umkehrsituationen sehen. Der Markt läuft schön nach oben. Das große Bild ist also hier entsprechend wieder deutlich entsprechend aufgehellt und wir sehen die Märkte momentan eher nach oben tendieren als nach unten. Wie schon gesagt, Entscheidung steht auf, ob der Abwärtstrend rauskommt. Mit Blick in die Woche wäre das ein sehr positives Szenario, weil dann könnte der Trend in die Woche wieder aufgenommen werden und sich schön entsprechend nach oben fortsetzen. Spannend wird es dann natürlich hier am Allzeithoch, ob der Markt dann die Kraft hat, weiter oben rauszulaufen oder ob wir dort möglicherweise ein tieferes Hoch sehen und dann hier eine Schulterkopf-Schulterformation in Bildung sozusagen kommt. Aber bis dahin ist noch Zeit, da können wir noch einiges nach oben entsprechend mit traden. Gut, also hier ist es
im S&P, wie ich es gerade gesagt habe. Und jetzt schauen wir nochmal in die anderen US-Märkte. Der Dow Jones, ja, der ist, wie er ist. Den hatten wir ja hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz in das Marktmenü wieder rein. Der Dow Jones, der ist ein bisschen speziell momentan, was die Auf- und Abschübe gehen. Ne? Der hat hier mal den einen Trend gebrochen, nur um dann wieder deutlich nach unten zu laufen. Also hier ist das schon sehr, sehr hin und her. Hier dieser massive Schub nach oben, der das ganze Ding rausgenommen hat. Dann wieder Bildung eines Abwärtstrends. Und jetzt steht er hier oben schon wieder. Das ist Wahnsinn. Aber das Bild, was wir hier sehen, ist identisch mit dem, was wir von der Marktlage her im S&P 500 sehen. Hier bleibt es jetzt halt spannend. Hier ist dieser untergeordnete Abwärtstrend schon rausgenommen worden. Da ging es am Freitag schon drüber. Hier jetzt heute Morgen wieder mit diesem ganz, ganz starken Gap. Das ist einiges an Punkten, die hier liegen geblieben sind. Hier ist es jetzt sehr, sehr wichtig, wie geht es weiter nach oben. In Hammer definitiv das Potenzial hier im Großen, der Schub ist weg gewesen, dieser Abwärtstrend ist Geschichte. Hier oben sind die 26.000, knapp 300 Punkte, das Hoch hier oben bei 26.283, da muss er drüber, dann ist hier in diesem großen Bild auch wieder ein sehr weit gedehnter in seinen Hoch- und Tiefkursen, unterschiedlichen Bewegungen und Korrekturen. Aber wir haben, wenn wir hier drüber gehen, den Aufwärtstrendpotenzial ist dann auch da hier oben rein. Schauen wir hier mal auch in die Woche entsprechend rein. Da sehen wir halt auch dieses dynamische Spiel. Ne? Wir hatten hier die tiefe Korrektur. Hier sind wir oben reingelaufen. Jetzt haben wir wieder eine tiefe Korrektur. Und jetzt haben wir das Potenzial, wenn der Markt weiter positiv bleibt, oben reinzulaufen Richtung der Allzeithochs. Und hier genau das Gleiche. Einfach raufgehen und schauen, was passiert denn dann am entsprechenden Hoch hier. Also hier auch der Bullenmodus wieder momentan aktuell voll am Laufen. Und damit schauen wir nochmal rüber in den technologielastigen Index, den Nasdaq 100 US Tech, hier entsprechend das Kürzel. Und da haben wir das Ganze auch wieder mal auf Tagesbasis. Und hier sehen wir ein ähnliches Bild. Hier haben wir zwar noch diesen stark nach unten laufenden Abwärtstrend, aber hier gab es dann untergeordnet auch noch einen Abwärtstrend und der ist jetzt gebrochen. Hier unten war die Bodenbildung, hier an dieser Stelle war entsprechend der Bruch. Hier haben wir die Hochs rausgenommen. Das Teil steht jetzt auch in einer ordentlichen Bewegung und das Potenzial, was wir hier oben haben, ist ähnlich da. Hier haben wir aktuell das Hoch, das Korrekturhoch dieses Abwärtstrends, den wir hier am Laufen hatten, bei ungefähr 7.220 Punkten hier oben drüber raus. Da läuft der Markt jetzt hin. Hier haben wir sogar noch ein Tageshoch vor uns liegen, wenn wir dynamisch weiter nach oben liegen. Hier liegt ein Tageshoch um die 7.156. Das ist natürlich jetzt in greifbarer Nähe. Und da schauen wir einfach mal drauf, wie es ist. Das Bild, das große Bild hier, rein trendtechnisch ist weiterhin noch abwärts gerichtet, aber der aktuelle hier, dieser Trend nach unten hin, der ist natürlich wieder rausgenommen worden. Das Bild hält sich hier deutlich auf und wenn diese positive Dynamik bleibt, dann schafft der Markt das auch mit guter Wahrscheinlichkeit, diesen Abwärtstrend rauszunehmen. Und dann haben wir hier mit Blick in die Woche auch wieder die Chance, nach oben hin zu laufen. Hier, das Ganze ist am Leben geblieben. Hier hat man das letzte Korrekturtief auf Wochenbasis. Hier haben wir jetzt, wenn es weiter nach oben geht, ein höheres Tief und wenn wir dann drüber schieben, dann sieht die Lage so aus, dass wir durchaus wieder hier diese Hochbereiche anlaufen können, hier oben um die Marke von 7000, gut 700 Punkten und damit ist doch auch da einiges an Potenzial nach oben hin da und auch hier wird sich dann wieder die Frage stellen, neue Hochs oder ein tieferes Hoch. Das wird uns der Markt aber erst in nächster Zeit erklären, wenn wir sehen, was die Händler hier entsprechend wollen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Zeit, die Sie mir heute auch wieder gegeben haben. Ich sage allen gute Trades, ich wünsche allen gute Trades, dass der Wochenstart vernünftig verläuft und wir lesen, hören und sehen morgen früh wieder voneinander. Um 8.30 Uhr geht es hier im Webinar los. Vorher gibt es natürlich noch den Blog-Eintrag. Also allen einen schönen Start in die neue Woche und bis morgen. Machen Sie es gut. Tschüss, Ihr Mike Seidel.